die Arbeit hier vor Ort ist eigentlich eine der größten Herausforderungen, die wir im Projekt haben, weil es eben sehr schwer ist, vor Ort zu sein und zu kommunizieren und in der kurzen Zeit sich abzustimmen, um eine Einigung zu finden, wie weiter gebaut werden soll. Und eigentlich spielen da zwei Kräfte gegeneinander. Wasser ist ein Menschenrecht, ein kostbares Gut. UNICEF und die WHO gehen weltweit von knapp 800 Millionen Menschen aus, denen die Grundversorgung mit Trinkwasser fehlt. Das heißt, sie können innerhalb von 30 Gehminuten keine geschützte Trinkwasserquelle erreichen. Das Wasser wird mitunter über Stunden durch ausgetrocknete Flussbetten transportiert. Vor allem Frauen und Kinder mit Eseln werden für diese tägliche Arbeit verpflichtet. Schulausfall ist hierbei an der Tagesordnung. Das wiederum hat Folgen für die Entwicklungen vor Ort. Wasser bleibt ein seltenes Gut. Ein kostbares dazu. Wir von Technik ohne Grenzen setzen hier an. Wasser für Eritrea. Unsere Projektreise beginnt in der eritreischen Hauptstadt Asmara. Die Stadt ist Treffpunkt für das Ingenieursteam aus unterschiedlichen Städten in ganz Europa. Und vieles, was für die Reise ins Inland, in das Begu-Tal und den Bau des Sandspeicherdamms notwendig ist, kann erst vor Ort organisiert werden. Hier in Asmara knüpfen wir lokale Kontakte, die wir brauchen, damit zum Beispiel Zement eingekauft werden kann. Hier lernen wir mehr über die Kultur vor Ort, wie bei der deutsch-eritreischen Gesellschaft. Und immer wieder bespricht sie das Team, was möglich ist und was noch organisiert werden muss. Wir besorgen Materialien und Geräte für Bodenproben. Für Werkzeuge besuchen wir oft den lokalen Schweißer. Und mit den Partnern vor Ort erstellen wir einen Projektplan für unsere Zeit vor Ort. Hier beginnen wir, in andere Abläufe einzutauchen. Zum Beispiel, wenn es ums Volltanken geht. Wir verlassen die Hauptstadt Asmara, eine Stadt, die mit einem ruhigen Verkehr und Miteinander zwischen Auto, Fahrradfahrern und Eselkarren manch deutsches Großstadtherz überrascht. Die Stadtgrenzen franzen aus und schnell erreichen wir die Passstraße weiter ins Inland nach Keren. Unterwegs tauschen wir uns mit dem Ingenieur von vor Ort über die Bauprojekte anderer Staudämme aus. Zu den Baustellen geht es zu Fuß. Auf der Baustelle selbst zählt allein die Muskelkraft für den Baufortschritt. Aber genau dieser Austausch ist für uns besonders wichtig, um konkret die Abläufe für Bauprojekte vor Ort besser zu verstehen. Nachfragen, verstehen und weiter nachfragen. So baut sich nicht nur Vertrauen auf, sondern ebnet sich auch der Weg für unser nachhaltiges Bauprojekt, das von Beginn an gemeinsam im Austausch entstand. Das ist jetzt das Begu Valley, das Tal, in dem wir arbeiten. Insgesamt hat es hier 11 Dörfer und wir versorgen eins davon. Wie man sieht, das ganze Tal ist ein einziges Sandbassin. Das heißt, das Wasser, was hier von den Bergen runtergeschossen kommt in der Regenzeit, versickert sehr, sehr schnell und ist sehr, sehr tief, weswegen wir mit den klassischen Boden nicht wirklich weiterkamen und deswegen wir jetzt den Sandspeicherdamm implementieren. Sehr landwirtschaftlich geprägt, eine vor allem subsistenzielle Landwirtschaft, das heißt zur Selbstversorgung. Man sieht immer sehr, sehr viele Ziegen und Schafe hier, einzelne Kamele, einzelne Esel als Transporttiere und kleine Felder. Jetzt sieht man auch hier gerade, wir sind am Ende der Regenzeit, auch wenn es immer noch sehr trocken aussieht, aber es ist quasi die grünste Version des Tals, die es so gibt. Man sieht, wenn man genau hinguckt, unten im Tal einzelne Linien mit den dann Pflanzen, die dort angebaut werden, vor allem eben die lokalen Getreidesorten und Sorghum und Millet. In den letzten Jahren wurde das Tal gemeinsam kartiert. Das gibt eine Übersicht über den Stand der Wasserquellen vor Ort. Manche versiegen, andere bleiben verfügbar. Angekommen im Begu-Tal melden wir uns bei der Dorfgemeinschaft. Über die Jahre ist ein Miteinander entstanden, denn das Bauprojekt schweißt zusammen. Von hier geht es dann gemeinsam weiter. Zum Damm besteht kein direkter Zugang, es ist ein Weg zum Klettern, den auch die Arbeiter und Transporttiere mit den Baumaterialien bezwingen. Der Damm, den wir jetzt im Rahmen unseres Projektes realisieren, ist ein sogenannter Sandspeicherdamm. Sandspeicher deswegen, weil der Damm rückseitig nicht direkt mit Wasser gefüllt ist, sondern als erstes mit Sand. Und das Wasser liegt dann in den Poren des Sandes. Das heißt, wir haben ein geschlossenes Reservoir, wo Sand liegt mit dem Wasser da drin. Und dadurch haben wir mehrere Vorteile. Zum einen kann das Wasser nicht verdunsten. Zum anderen ist es keine offene Quelle für Krankheiten wie Malaria und dergleichen, da es keine Brutstätte für Mücken ist. Und zum dritten wird das Wasser unten am Damm dann durch eine Filtergalerie entnommen und ist damit sauber und gefiltert und damit deutlich sauberer als andere offene Quellen hier in der Gegend. Der Damm, den wir bauen, wird nach einer bestimmten Bauweise gebaut und wir
nehmen uns damit einem bestimmten Problem an, was es in Eritrea bei diesen Sandspeicherdämmen gibt. Und zwar ist das Problem eben eine sogenannte Siltation des Damms. Das bedeutet, dass sich der Damm mit feinen Sedimenten verstopft und das Wasser dementsprechend nicht mehr in den Damm, in den Sandspeicher infiltrieren kann. Und dieses Problem gibt es eben bei ganz vielen Dämmen. Die Neuerung in unserem Damm, das was die Konstruktionsmethode ausmacht, ist eine sogenannte Stage-wise Construction. Und das bedeutet, dass man den Damm nur schrittweise im mittleren Teil erhöht und dadurch verhindert, dass feine Sedimente sedimentieren und dementsprechend nur die groben Sedimente akkumuliert. Und dadurch können wir eben sicherstellen, dass der Damm als Gesamtspeicher homogen ist und langfristig das Wasser möglichst effizient in dem vollen Volumen speichern kann. 3 Jahre Bauzeit stehen hier zwischen den Felswänden. Für Wasserproben entnehmen wir mit dem lokalen Ingenieur und dem Dorfvorsteher Wasser aus dem Hahn, also direkt aus dem unterirdischen Wasserreservoir. Es ist ein besonderer Moment, denn fließend Wasser ist in dieser Region nicht nur selten, sondern kostbar. Was ist im letzten Jahr weitergebaut worden? Wie ist der Fortschritt? Wie entwickeln sich die Baupläne? Alles Fragen, die umtreiben, vor allem auch bei der Entnahme der Bodenproben in der Mittagshitze. An verschiedenen Stellen entnehmen wir Bodenproben, um einen Überblick zu bekommen, wie sich Sedimente innerhalb des Dammbereichs während der letzten Monate abgelagert haben. Wir nehmen gerade unterschiedliche Bodenproben, um zu sehen, wie der Sedimentationsprozess innerhalb des Dammbereiches, was man hier eben sieht, ist, dass sich auch feine Sedimente angesammelt haben, weil der Damm zu schnell durch die Dörfbevölkerung hochgebaut wurde. Und das ist jetzt eine Sache, wo wir ein bisschen verhandeln oder gegensteuern müssen, um eben die Qualität von dem Damm zu sichern, dass sich nicht noch mehr feine Sedimente ansammeln. Hier im Birgo Valley haben wir einfach sehr, sehr poröse Gesteinsstrukturen. Noch dazu haben wir eine sehr kurze Regenzeit nur, weswegen wir auch eine geringe Wachstumsperiode haben. Das heißt, die ganzen Berge, die wir hier um uns herum sehen, sind nur mäßig von Bewuchs und Wurzeln stabilisiert. Und wir haben, wie gesagt, aufgrund auch der Gesteinsstrukturen hier hohe Erosionsraten. Selbst, also wenn man sich ganz Eritrea anguckt, haben wir besonders hier im Birgo Valley besonders viel Erosion. Sogar wenn ich das Ganze nur anfasse, halt zerbröseln. Und das wollen wir uns jetzt hier eben zum Nutzen machen, indem wir halt diesen groben Kies, der sich dann bei jedem Regenevent hier die Berge runter wäscht, indem wir diesen Kies eben einfangen und unter diesem Kies bzw. in den Poren des Kieses dann versuchen, Wasser zu speichern. Die Herausforderungen für die kommenden Bauphasen sind bereits sichtbar. Der Sandspeicherdamm wird von den Dorfbewohnern vor Ort erbaut. Technik ohne Grenzen ist zeitweise vor Ort, unterstützt aber vor allem aus der Ferne. Für das Projekt ist es essentiell, gerade dafür, dass wir die Qualität einhalten können von dem Damm, so wie wir ihn geplant haben. Und da wir nicht vor Ort sind, müssen wir natürlich auf einer Augenhöhe mit ihnen arbeiten und das gleiche Verständnis auf beiden Seiten kreieren, so dass das Projekt am Ende erfolgreich umgesetzt werden kann. Und an der Stelle sind Sie ja letztlich auch unsere Fühler vor Ort. Wie Mario sagt, wir sind ja nicht immer hier vor Ort. Das heißt, wir müssen uns darauf verlassen können, dass das, was wir von Ihnen hören, der Wahrheit entspricht. Und auf der anderen Seite, dass Sie uns alles melden, was wichtig sein könnte, was sowohl Fortschritte als auch mögliche Herausforderungen angeht. Insofern ist das sehr, sehr wichtig, ja. Das eine ist die Qualität auf der einen Seite vom Damm und das andere ist natürlich der große Wasserbedarf, der auch einen gewissen Druck auf die Leute ausübt, weil sie eben den Damm schnellstmöglich fertig bauen wollen. Was dann aber dazu führt, dass wir Einbußen bei der Qualität des Sandspeichers haben. Und auf der anderen Seite, wenn man sich das Projekt jetzt mal als Ganzes anschaut, also nicht nur die reine Bauphase wie jetzt, und das Projekt soll ja danach auch alleine weiter bestehen können, dann ist natürlich auch gerade an der Stelle nochmal umso wichtiger, die Bevölkerung frühzeitig mit einzubinden und komplett auf seiner Seite zu haben, weil schließlich ist es ja nicht nur ein Projekt, wo wir als Ingenieure einen tollen Damm bauen wollen, sondern es soll ein Projekt sein, was die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllt und das langfristig. Und dafür braucht es natürlich die volle Integration der Bevölkerung, damit wir das von vornherein in die Planung mit einbeziehen können und gemeinsam durchsetzen können.
Und während jetzt Sandspeicherdamm gar nichts unbedingt Neues hier in der Gegend ist, also die Ingenieure bauen diese Technologie schon in anderen Projekten durchaus sehr erfolgreich, ist aber diese Stage-Wise Construction, diese neue innovative Bauweise, etwas ganz Neues hier, was eben noch nicht gibt und was bei den anderen bisher realisierten Projekten hier vor Ort oft zu Problemen geführt hat. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass wir das Rad neu erfinden und diese Technologie erfunden hätten, sondern wir werden da auch unserer Rolle als technische Unterstützer gerecht, indem wir diese Technologie aus anderen Projekten, aus anderen Ländern der Welt aufgegriffen haben und hier das erste Mal implementieren. Aber damit ist es gleichzeitig auch das erste Mal überhaupt, dass in Eritrea diese neuartige Bauweise implementiert wird. Ja, und wir hoffen eigentlich, dass dadurch, dass wir hier mit dem Projekt erfolgreich sind und auch zeigen können, dass es eben durch etwas mehr Aufwand am Ende einen effizienteren Damm langfristig, der langfristig eine Wasserversorgung sicherstellt. Wenn wir das zeigen können, dass es implementiert werden kann, dann hoffen wir eben, dass auf der Regierungsebene der Damm oder die Bauweise anerkannt wird und bei den vielen Projekten, die im Moment tatsächlich auch im Land gebaut werden, berücksichtigt wird, um dieser Problematik entgegenzuwirken. Der Damm bringt viel Neues. Nicht nur sauberes Wasser, auch die stufenweise Bauweise über mehrere Regen- und Trockenzeiten hinweg ist für die lokalen Ingenieure, die Politik und für die Menschen vor Ort ungewohnt. Dieser Sandspeicherdamm ist der einzige seiner Art im Land und gilt bereits heute als Orientierung für weitere Dämme in Eritrea. Zurück im Tal geht es direkt ins Herz der Dorfgemeinschaft. Bei Injera mit Fleisch und Soßen und einer Kaffeezeremonie wird über den Damm diskutiert. Was muss denn weiter vorangetrieben werden? Wer wird dabei helfen? Wer ist dafür verantwortlich? Ohne das Engagement der Gemeinschaft kann der Damm nicht gebaut werden. Der stufenweise Bau, der für viele unbekannt ist, erfordert Geduld und führt immer wieder zu neuen Fragen. Technik ohne Grenzen kommt seit 5 Jahren immer wieder. Das Fundament des Dammes besteht nicht nur aus Zement, sondern vor allem auch aus gegenseitigem Vertrauen. Und auf der Hoffnung auf Wasser, das keine Krankheiten mit sich bringt und keinen Stundenmarsch bis zur Quelle erfordert. Durch das ausgetrocknete Flussbett geht es zurück nach Keren. Dort wird die nächste Bauphase im Begu-Tal mit dem lokalen Ingenieur diskutiert und geplant. Immer wieder besuchen wir auch offizielle Institutionen, um über den Sandspeicherdamm zu sprechen. Bei den Wasserproben wird sichtbar, die Qualität des Wassers aus dem Sandspeicherdamm ist besser als die Qualität der bisherigen Wasserquellen aus Bohrungen oder offenen Brunnen. Der Sandspeicher im Damm wirkt erfolgreich als natürlicher Filter. Es ist weit nach Sonnenuntergang, quasi im Licht der Kopflampe, als uns diese Daten besonders glücklich machen. Was bleibt? Was kommt? Und wann sehen wir uns wieder? Diese Fragen beschäftigen uns am Ende einer jeden Projektreise. Bis 2030 planen verschiedene Ministerien in Eritrea und internationale Organisationen eine Verbesserung der Sanitärinfrastruktur, der Hygiene und Wassernutzung. Technik ohne Grenzen wird an dieser Stelle unterstützen. Technisch, aber auch mit Projekterfahrung. Auch wenn es einmal nicht einfach ist. Wasser für Eritrea, für unsere Freunde am Rande des Begu-Tals. Es ist mehr als nur ein Sandspeicherdamm. Wasser ist Leben, wie uns immer und immer und immer wieder gesagt wird. Wir freuen uns über jede Unterstützung.